Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eurofishing. Und zwar werden wir heute mal gucken, dass wir vielleicht den Observatory Cup spielen. Worum geht's hier? Gesamtfänge. Ich würde nämlich sagen, dann machen wir das mal. Hier, jawohl. Erstmal gehen wir in Angelladen, um zu gucken, was der nächste größte Zehner Haken. Das ist dann schon für die Fische oder für die etwas größeren Kirschen. Ist auch für die kleinen Fische, aber das ist in einem Turnier, glaube ich, nicht so optimal. Und dann 10 Minuten geht's. Klarer Himmel, 10 Uhr. Startzeit, würde ich sagen, legen wir mal los. Mit dem ersten Turnier hier auf unserem Kanal. Wir sind am The Observatory. Und jetzt geht's los. Angler aus aller Welt sind in der Hoffnung angereist, ein bisschen buggy, aber Course Cup am The Observatory zu profilieren. Die Auslosung der Angelstellen fängt gleich an. Schauen wir doch bei der Wettbewerbsleitung vorbei und finden heraus, wie es weitergeht. Also, hier wie gesagt, hier die rote Angelstelle, die ist uns. Wo der rote Kreis um das Zelt ist. Aber wir könnten ja auch zufällige. Seht ihr? Und was ist jetzt die beste Stelle? Ah. Was war Lost? Ah, dann nehmen wir die. Weil ich kann nur 5 Mal, habe ich jetzt gerade gemerkt, switchen. Und hier seht ihr schon, das ist unser abgesteckter Bereich. So. Machen wir erstmal hier drauf. Hier. Ah. Naja. Ja, Algen. Dann. Wir haben ja auch überhaupt keine Struktur. Und, oh, das war ja gerade im Wasser. Raketenwurf. Der war scheiße. Ich bin mal gespannt, wann wir den ersten Biss bekommen. So, und die 3 legen wir mit Mais ab und dann gucken wir, was am besten läuft. So, da haben wir schon den ersten Fisch. Bremsen wir mal ein bisschen auf. Das ist ein kleiner. Hier zählen wirklich nur die Gesamtfänge. Von daher ist es nicht schlimm, dass wir jetzt nur einen kleinen Haken haben. Weil kleine Fische, kürzere Drills, mehr Zeit zum Angeln, sage ich jetzt mal. So, und da haben wir den ersten Fisch schon. Also wir können auch durchaus größere Karpfen beißen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob was ist denn F? Ob es hier auch Bossfische bei einem Turnier gibt. Das weiß ich allerdings nicht. Ist auch wieder ein kleiner. Das besser ist das. Ah, so. Früher musste man auch den Kescher anlegen selbst und auch noch absenken selbst. Das ist heute nicht mehr oder mittlerweile nicht mehr. Aber es sieht schon mal gar nicht schlecht aus für uns. Er kam perfekt mit dem Raketenwurf. Da wir schon 2 Fische haben und die anderen noch gar nichts. Also das ist ein Singleplayer-Turnier, weil der Multiplayer, er war früher, weiß ich, weil ich das Spiel selbst bei anderen YouTubern viel geguckt habe.
schon wieder die drei. War das der Multiplayer früher noch viel verbuggt? Oh, das ist jetzt nicht so ein kleiner Fisch, glaube ich. Aber wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Spiel vielleicht nochmal auf einem anderen Account mit meiner anderen Route. Ich weiß auch nicht, ob mittlerweile wieder welche spielen. Weil wo ich. Oh. Oh, netter rein, netter rein, netter rein. Die zwei, das macht nichts. Hoffentlich verlieren wir den nicht. Weil so, je länger der schwimmt, umso schneller kriegen wir ihn reingetrillt. Aber. Nee, ich hab's. Ich glaube, gleich ist er wieder fort. So, ach du Scheiße. Wir werden leider nie erfahren, was wie schwer der Karpfen war. Na komm. Wir haben dem ziemlich lange schon Zeit gegeben. Also noch 5 Minuten über die Hälfte des Turniers. Liegen mit 2 Fischen vorne. Könnte besser sein, sage ich jetzt mal. Nein, komm raus da. Das ist auch ein Karpfen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Ein Schuppenkarpfen. Auch nicht so klein jetzt. Aber der ist auch schon mal uns. Dann liegen wir mit 3 Fischen vorne. Ah. Das hat wieder leicht gebackt. So. Den werfen wir auch noch mal schnell aus. Ach, das war ja gar nichts. Jetzt hat es mal kurz gepiept. Ach, das ist mir noch nie passiert. Kurz gepiept, aber dran ist nichts. Auch ein Raketenwurf. Und kurz kommt, ne, ist nirgendwo ein Fisch dran. Jetzt aber. Oder auch ein kleiner. Rotauge ist das, glaube ich. Ah, sie sieht aus wie ein Rotauge. Aber wir werden die kriegen. Ne, die Fische halt nicht. War die Kamera gehalten oder so? Ich war gerade völlig lost. Ich war erst am überlegen, ob ich die erste, die zweite Route auswerfen soll, aber. Bei den meisten Turnieren geht es wirklich um Gesamtgewicht wie bei den Cups in Spanien. Und da hat man, glaube ich, 15 Minuten Zeit. Da musst du auf große Fische gehen. Oder scheiße. Auf große Fische gehen. Und dann keinen Bock missbauen. Und dann wirst du auch nur 3-4 Fische, maximal 5 fangen können. Dadurch, dass du halt so lange im Drill bist mit größeren.
Und jetzt warten wir mal ab. Vielleicht gehen wir nochmal dann an einen anderen See. Wir kriegen, beziehungsweise kaufen uns dann erstmal Sachen, weil wir werden, wenn wir erster Platz werden, glaube ich, 2000 Anglerpunkte bekommen. Damit kann man schon mal leicht oder etwas anfangen. Da scheint wieder ein Karpfen zu sein. Kein großer, aber ein Karpfen, weil man konnte ja eben sehen, die Rotaugen konnte ich hier ranholen, wie ich wollte. Und der hier ist schon ein bisschen hartnäckiger wie der Karpfen eben. Na komm. Nein, ach Mann. Also was ich... Ja, ist ein Karpfen. Oder? Ich bin der Meinung, durch die Schlanzlose hätte ich es erkannt. Also mit dem Angelgespann, sage ich jetzt mal, mit der Anfangsrolle, mit der Anfangsschnur und mit der Anfangsroute, gehen wir nicht nach Spanien. Weil da kann immer der Bossfels fangen. Ja, ist ein Karpfen. Was war das denn? Und da kannst du den... Da dauert das eine halbe, dreiviertel Stunde, bis du wirklich den dann ausgedrillt hast. Zumindest war es bei mir so. Dann ist mir auch genau die gleiche Schnur am Ende voll aus den Latschen gehauen. Ist abgerissen und dann habe ich mich so geärgert, aber was will man machen? So, jetzt kriegen wir nochmal auf die 2 ein Biss. Da ist ein kleiner. Ah ne, den kriegen wir aber nicht mehr raus, aber der Sieg sollte unser sein. So. 500 XP, 2000 Anglerpunkte. Dann sind wir ein... Da ist der Goldpokal. Sind wir ein Level sogar aufgestiegen. Der Observatory... Observatory Cup. Oder heißt Observatory? Ja, Observatory Cup. Den haben wir schon mal abgeschlossen. Das können wir jetzt auch hier sehen. Mit einer Goldmedaille. Sind wir Level 3. Haben 2098 Anglerpunkte. Und jetzt könnten wir zur Amateurmeisterschaft. Ah, da geht's auch. Hier, da geht's auch noch um Gesamtfänge. Und ab hier Gesamtgewicht, Gesamtgewicht. Da gibt's nochmal Gesamtfänge. Die... Ich weiß gar nicht, das ist, ach, das ist der Larensee. Gibt es keine Bossfische übrigens. Kommt der St. John's Cup hier, das ist der größte Fisch oder der zweitgrößte Bossfisch im Spiel mit 43 Kilo, das ist auch ein Wels. Hier ist der Spanien Cup, dann nochmal die Pro-Meisterschaft und dann die Weltmeisterschaft. Aber da haben wir noch einen langen oder einen weiten Weg. Unter 7 Kilo. Blowback. Nee. Hier oben gibt's auch... Ach, das ist schwimmender Köder. Ab hier. Hier unten, die von Karpfen sind wahrscheinlich... sinken. Dann werden wir, glaube ich, erstmal 10er Haken. Ah, der ist aber nur für Kies. Ja, das so, Mann. Dann werden wir noch. Ein Chotrig. Ich glaube auch für allen. Können wir im nächsten Turnier nochmal. Müssen wir erst wieder Fische fangen. Angelkoffer. Den können wir rausmachen. Zack. Schlamm. Brauchen wir noch den 12er Haken auf
für die Algen. Den können wir auch noch mal reinmachen, aber naja. Und dann gucke ich mal schnell, wie lange die Aufnahme schon geht. Normal starte ich mir mal einen Timer, aber 15 Minuten, da können wir noch circa 10 Minuten gehen wir an den Laren oder an den Digger Lake. Ah, 16 Kilo, das habe ich auch mit der Anfangsschnur gemacht. So, ich starte mal schnell den Timer. Stoppuhr. Machen wir mal so. Zack. Zack. 6 Uhr habe ich so festgestellt, ist so die Zeit, die am besten läuft. Erstmal. Und da sehen wir den Digger Lake. Und ich glaube, ich gehe mal hier hin. Habe ich hier. Ja, hier die Stelle. Die ist gar nicht schlecht. Die habe ich schon bei einem. Auch bei einem YouTuber schon unter anderem gesehen. Dann werden wir hier mal Zähne haken, Schlamm, kleine Maiskörner doppelt. Obwohl, hier werden wir einen kleineren Haken drauf machen. Ah, der Wurf war zwar scheiße. Also hier vorne ist fast alles voll mit Algen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Naja. Ich weiß, dass hier vorne, bin ich der Meinung, war auch Schlamm viel. Hier vorne so. Ja. Die drei werden wir dann mit Weißbrot. Und auch nochmal mit einem 12er Haken versehen. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video schon gesagt habe. Ach. Auch viele Algen. Aber ich verteile immer die Routen meistens links, rechts, Mitte. In den Algen lasse ich sie mal liegen. So links, rechts. Wir hätten auch hier vorne, da genau, hinschmeißen können. Die drei dahin, die zwei dahin und die eins dahin. Aber wir warten euch mal ab. Jetzt kommt auf die eins der Biss. Und so ist ab. War ein Tick zu langsam. Es war aber kein Bossfisch. Kann man ja gleich kontrollieren, ob es ein Bossfisch war oder nicht. Und dann warten wir. Jetzt haben wir hier zwei Bisse gleichzeitig. Zwei hier, da hatte ich den größere Haken drauf. Deswegen drille ich die als erstes mal aus. Weil größere Haken, größerer Fisch. So. Mal sag mal, größerer Haken, größerer Köder, größerer Fisch, aber wir hatten jetzt keinen größeren Köder. Auf jeden Fall ist hier schon mal viel Action. Würde ich mal sagen. Ersten Fehlbiss gehabt. Das sieht aus wie ein Karpfen. Aber ich konnte es nicht richtig erkennen. Ja. Spiegler. 5,74 Kilo. Ach du. Okay.
Hä? Was war das denn für ein Bug? Habt ihr das gesehen? Ah, der hing da im Gestrüpp drinne. Na, ganz tolle Klasse. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich die Maus aus der Hand rutschen lassen. Ach, Digga, was... Sowas nervt mich ja, gell? Auf Flammen können wir es auch liegen lassen, scheißegal. Dann werden wir die zwei jetzt nur ein bisschen in die Richtung schmeißen. Wenn wir sie mal hier liegen lassen. Der See ist voll mit Algen. Hier vorne ist überall Schlamm und dann rundherum ist überall Algen. So. Oh, was ist jetzt? Ich warte noch bis 37 Ingame-Zeit. Und da hinten springen sie schon wie bekloppt. Da hier vorne ist nichts los. Der will da hinten ins Kraut und dürfen wir aber nicht da reinlassen. Ah, bleib hier. Das mag ich nicht so an dem See. Weil die alle hier sind, überall Mittelinseln innerhalb des Sees oder des Tümpels. Oh, jetzt kriegen wir noch auf die zwei. Die nehme ich erstmal, weil größere Haken habe ich ja eben schon mal gesagt. So, die drei ist ab, das war mir ja klar. Der will irgendwie nicht zu uns. Du bleibst noch schön hier. Gerne einen richtigen Ruck. Mal machen wir das langsam, sag ich jetzt mal. Jetzt so, dann hängt die Schnur durch, du hast ihn nur nach vorne gezogen, dann schwimmt er sofort wieder mit der schlaffen Schnur fort. Und jetzt ist er fertig und das sieht aus wie kein kleiner Karpfen. Ah doch, so 10 Kilo wird er, denke ich mal, haben. Ein gemeiner Karpfen heißt im Spiel Schuppenkarpfen im Real Life. Ja, doch, 8,64 Kilo. Und da würde ich sagen,
war's das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.